Hallo Freunde, willkommen zurück bei Daylight 2. Es geht weiter. Ich bin ganz aufgeregt, wir müssen hier ein bisschen fragen Sie im Fischauge nach Lauren. Wir sind im Fischauge. Ich dachte, das Fischauge wäre... Ach, hier ist so eine mega fette U-Bahn-Station. Ich dachte, das Fischauge... das Fischauge wäre dieser Zeppelin. Okay, auf geht's. Lass mich mal. Ah, hier kann ich auch mit dem reden. Da, ja, moin. Sorry, habt ihr Lauren gesehen? Siehst du nicht, dass wir hier eine Unterhaltung führen? Was? Naja. Ich suche nur eine Freundin. Lauren? Bist du dir sicher, dass du diesen Tiger wirklich am Schwanz packen willst? Wie auch immer, sie ist wahrscheinlich irgendwo draußen im Feld, aber du kannst in der Bar nachfragen. Wenn er mich nochmal so dumm anmacht, töte ich ihn, ne? Sag ich euch. Ja, aber wo ist... Hast du Lauren gesehen? Er fragt ja? Aber auch sehr. Ich sehe sie ständig. Warte, du meinst heute. Entschuldige, bei der Aufregung bin ich ganz durcheinander. Ganz wuschig. Also nicht. Ach, die Leute hier. Lass mich. Was macht ihr denn? Ich würde hier gerne gerade... naja. Lassen wir das hier. So, fragen wir den Barkeeper hier. Ich suche Lauren. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie war gerade hier. Oh. Du hast dir also nicht das Genick gebrochen. Gut. Ist er das? Der Gajo, den du meintest? Daniel, ich habe schon viel von dir gehört. Mhm, okay. Ups. Ich habe nicht das Geringste von dir gehört. Ja, von dir habe ich überhaupt nichts gehört. Gehen wir zu Frank? Frecher Hurensohn, ich steck dir deine abgeschnittene Zunge in den Arsch. Lass es, du Esel. Komm doch. Wovon sprichst du? Lauerns Freunde sind auch meine. Daniel sagt, dass wir die anderen Umspannwerke wieder aktivieren müssen, wenn der Strom fließen soll. Denke ich mir. Ja, nimm hin. Mit einer Geste ablehnen. Ach komm, wir sind doch nicht so. Wie sieht das aus? Wir sind 2022, Leute. Das Kraftwerk läuft, aber die Kabel sind durch. 15 Jahre Verfall. Atrophie muskulare instruite. Untrainierte Muskeln schwinden. Komm, Franks Zimmer ist da drüben. Finden wir raus, warum Morty überhaupt eingeschaltet hat. Gutes Gespräch, Gajo. Pass gut auf dich auf. Brauchst du erst einen Arschtritt? Hört mal alle! Es ist ein Boden da! Wir haben ihn. Warum sind alle so doof zu mir? Gehen wir? Eine Sache zu Frank. Siehst du diese Leute? Anderswo würden sie sich wie die Wilden gegenseitig an die Kehle springen. Hier nicht. Hier bleiben sie ruhig, gelassen und gefasst. Wegen Frank. Sie respektieren ihn, weil er ein Nightrunner war. Alle hier schulden ihm etwas. Und ich genauso. Ohne Frank wäre ich jetzt nicht hier. Und wo wärst du dann? Als Beißerin in einer Darkzone. Oder ich würde mich in irgendeiner Höhle weiter zudröhnen. Frank wird uns helfen. Du kannst dich auch auf ihn verlassen. Vertrau mir. Bereit? Dann los. Bereit ist immer so eine Sache. Verdammt, nicht aufs Kreuz, Harvick. Okay. Frank. Sie haben uns abgeschlachtet. Einen nach dem anderen. Wie verfickte Karnickel. Frank. Frank, ich bin's. Wach auf. Du? Was zur Hölle machst du hier? Störst mein Gespräch mit... Ravik ist seit Jahren tot, Frank. Reiß dich zusammen. Du hast Besuch. Und wer ist das? Die verdammte Königin von England? Muss ich jetzt ganz fein tun, oder was? Das ist Aiden. Er hat den GIE-Zugangsschlüssel. Waltz hat ihn benutzt, um den Strom in der Stadt einzuschalten. Einen gültigen GIE-Schlüssel? Du bist scheiße. Zeig ihn her. Wo hast du den her? Von einem von Walts Leuten. Also bist du auch einer von Walts? Ruhig, Frank. Aiden ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass er Daten enthält, die beweisen, was sie im Krankenhaus mit uns gemacht haben. Ah, du willst also immer noch rausfinden, warum Walts seine Kindheit versaut hat. Ah, na gut.
Ich sag's dir. Bereit? Ja, yeah, weil er ein scheiß Psycho ist. Krank in der Birne. Das ist der Heilige Gral und die Bundeslade in einem, Lavan. Zufrieden? Aiden, stimmt's? Du und Lavan könnt mir jetzt verflucht nochmal aus den Augen gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mhm. Es hätte funktioniert, wenn der Wichser am Fernsehsender aufgekreuzt wäre. Du hattest recht, Ravik. Verfluchter Verräter. Ohne ihn waren wir wie Kinder mit Steinschleudern, die sich gegen Panzer stellen. Komm. Lavan, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Waltz hat mit diesem Schlüssel den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass er das aus reiner Nächstenliebe gemacht hat. Und dir ist das scheißegal? Frank, reiß dich zusammen! Aiden und ich müssen diese Datenbank finden. Helfen Sie uns? Weißt du das überhaupt noch? Dieser Frank ist tot, Lavan. Er starb mit den anderen beim Fernsehsender. Warum zum Teufel würde Waltz den Strom einschalten? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn du an die GRE-Datenbank ran willst, dann brauchst du ein Terminal für den Zugriff. Es ist nur... Ich habe keine Ahnung, wo eins sein könnte. Und diejenigen, die es wussten, sind wohl schon lange tot. Aber die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich bald genug selbst tot sind. Prost. Und jetzt verzieht euch aus meinem Quartier. Verfluchter Säufer. Okay. Hörst du das? Verdammt, irgendwas passiert gerade. Schaust du nach? Ich bin direkt hinter dir. Schaust du nach? Ich hab sie gesehen! Wir brauchen Hilfe! Okay. An alle Einheiten. Abtrünnige im Zentralring. Ich wiederhole. Abtrünnige im Zentrum. Sie umstellen das Fischauge. Hört mich irgendjemand? Over. Kommt raus, ihr Ratten. Kommt raus. Oder wir fackeln die verdammte Hütte ab. Ja, gut. Was machen wir jetzt gerade? Ich komme raus. Upsala. Hey, hey, hey! Benimmt euch mal! Hey, 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 hey! Nicht so aggressiv, Mensch. Ja, das... Oh, hab... Upsala. Oh, Bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh, irgendwo haben wir hier gestoppt. Na, dann kommt mal. Oh, 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 oh. Ja, der trifft sogar. Warum spinnst du oder was? Ups, sorry. Das wirst du nicht überleben, Bruder. Sag ich doch. Okay. Können wir hier irgendwie was nutzen, was... In eine Rakete reingejagt. Okay. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Ja. Wenn der ganze Loot nicht mehr. So, hin da. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn? Hier. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Hier. Hier. Dann links von uns, ne? Ja. Okay. Okay. Oh nein, da hätte ich nochmal ausweichen müssen. Oh
Oh, du fällst jetzt gerade runter, Bruder. Ich hätte es nicht gemacht. Oh, da wollte ich nochmal gerade ausweichen. Ne, komm, 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 komm. Okay, ich habe noch eine Minute Zeit. Erstmal Healing. So, der ist runtergefallen, alles klar. Was haben die hier gebaut? Okay. Deaktivieren. Aua, das tut doch weh. Das war knapp. Aiden, mehr Abtrünnige auf der unteren Ebene. Okay, ich komme gleich. Der unteren Ebene. Wo ist das? Da. Oder wären wir schon wieder fast. Dann komm. Upsala. Hab ich ja gar nicht gesehen. Hab ich den getroffen, ja. Ich lock die mal hier hin. Wollen wir doch mal sehen. Ne, nicht getroffen. Eben ausweichen. Oh! So, Nummer 1. Oh, was hat er denn für einen? Achso, er hat einen Speer. Okay. Oh, wir sind ausgewichen. Bro, wie hast du das gemacht? Zeig mir deine Tricks. So. Auch tot. Ja, können die auch irgendwas alleine? Anscheinend nicht. Da oben. Wie kommen wir da jetzt hoch, Mann? Da, hier lang. I think. Let's do it. Hier. Oh. Wo war's? Hohoho, Bodi, das war aber knapp da. Hast ja ziemlich erwischt. Oh, ich muss zurück. Haben wir? Na komm schon. Der Baum ist im Weg, ey. Da war noch einer. Ich habe noch eine Minute. Ach, ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Nehmen wir erstmal raus, das Ding. Komm. Hab ich euch, ihr Arschlöcher. Wo noch? Ja, genau, er macht mit seinem Bogen da. Hoch. Eben schnell Arznei einwerfen. Wie komme ich da am besten noch? Oh, nimm doch die Arznei. Wie komme ich da am besten hoch? Shit. Hier, hier hinten. Hoch. Wir haben noch Molotov-Cocktails. Können wir einsetzen. Komm mal hoch da schnell, Aiden. Aiden, hoch, hoch, hoch. Hoch, Aiden. Ihr Dreckigen. Bitte. Okay, 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 ich hab keine Ahnung. Gleich tot und die Zeit läuft mir davon. Nein. Ey, hör auf, mich abzuwerfen. Und tschüss. Schnell deaktivieren. Meine Güte, diese Kampffassade ist übelst anstrengend. Fertig. Sie sind im Fischauge. Sie haben Frank. Sie haben okay. Ihn Ich komme! Wir müssen alles machen. Okay. Oh, da habe ich aber nicht viel Zeit. Das ist ein Eingang gewesen. Unten, ne? Ja. Rein da. Zack. Zack. Die Tür auf. Ich bin doch da.
Eins, Alter, Leute. Zwei. Lass ihn los. Eine Bewegung und er fährt. Lass ihn los. Aiden, pass auf. Das war knapp. Sind alle in Ordnung? Schaut, wer Hilfe braucht und bringt ein paar Sanitäter her und sorgt dafür, dass sich keine von diesen verfluchten Abtrünnigen mehr in der Gegend befinden. Ja, Commander. Alles in Ordnung, Junge? Jackman. Komm schon, Frank. Na, geht so. Alles in Ordnung? Ah, danke. Wie heißen Sie? Aiden. Ohne Sie gäbe es viel mehr Tote. Ich weiß. Kommt schon, Jungs. Durchsucht das Gebiet. Sir, ich habe eine Frage. Wir suchen nach einer GRE-Datenbank. Die meiste GRE-Ausrüstung ist seit Jahren außer Betrieb. Wozu braucht ihr diese Datenbank? Mit ihren Kenntnissen der Stadt kennen sie die GRE-Standorte auswendig. Du warst eine Legende. Der verdammte Commander der... Lawan. Ist das ihr Freund? Aiden. Mhm. Könnte man so sagen. Ich habe noch nie von ihnen gehört, Aiden. Woher kommen sie? Tja, ich sage die Wahrheit, ich komme von außerhalb der Mauern, ja. Ist so. Ich bin ein Pilger. Ich bin von außerhalb der Mauern gekommen. Also haben Sie eine Menge gesehen. Sie sind wahrscheinlich auch durch Old Villador gekommen, richtig? Okay, was wollen Sie wissen? In letzter Zeit war eine Menge los. Wir haben unseren Commander verloren. Und die Leute vom Bazaar haben versucht, uns den Strom abzudrehen. Das heißt, die meisten unserer Leute seien getötet worden. Entweder von den Infizierten oder von den Bazaarbewohnern. Auch den Kontakt zu unserem neuen Commander, Aether, und seiner Einheit habe ich verloren. Wissen Sie etwas über die? Ja. Wir haben Waltz gefunden, aber er war uns überlegen und ist entkommen. Was? Wo? In den Tunneln nahe der Automobilfabrik. Waltz hat Aethers Trupp dezimiert. Ich habe es gerade so geschafft zu entkommen. Ich hätte sie so nicht allein lassen dürfen. Wir müssen herausfinden, was da vor sich geht. Bezüglich der GRE-Ausrüstung, nach der Sie gefragt hat. Sie können Lieutenant Rowe fragen. Wenn etwas funktioniert, weiß er davon. Neulich hat er mit seiner Einheit die Bereiche Calvert Island und New Dawn Park gesichert. Aber wegen des Angriffs des Schlechters müssen wir Funkstelle halten. Ihr müsst ihn also selbst suchen. Wenn ihr ihn findet, gebt ihm das hier. Okay. Was ist das? Befehle. Für ihn und die anderen Einheiten. Kommt schon, Leute. Gehen wir. Ein Liebesbrief. Kommt nach draußen. Reden wir. Kann ich noch looten? Ich wollte gerne noch... Nicht. Nein, nicht zu machen. Nein. Nein. Ah, shit. Können wir nicht mehr looten. Kommen wir noch rein? Nein. Nein, wir kommen nicht mehr rein. Nein. Okay. Okay. Schön in der Folge. Raus aus meinem Haus, Dingy. Okay. Wollen wir mal gucken, ne? Die Parcours-Fertigkeit ist auch bald fertig. Hier wollten wir doch was machen. Das war das, glaube ich, ne? Hey, was war das denn? Hä? Doch. Nee, das... Nein. Das. Halten Sie RT beim Springen oder im Fallen gedrückt. Ground Pound. Ich glaube, das war das, ne? Das wollten wir nicht. Oder wollten wir das? Nach dem Schmettern aus dem Weiter nach. Okay. Auch geil. Ich glaube, das hier. Zack, taumeln und dann draufhauen. Irgendwie so. Gucken wir da nochmal. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich gucke jetzt gleich nochmal offscreen, dass ich ein, zwei Waffen nochmal modifiziere. Ich glaube, unsere Waffe ist jetzt ein bisschen hinüber. Ja, die macht es nicht mehr allzu lange und hat auch einen Grafikfehler gehabt. Naja. Oh, vier nur noch. Wir hatten Funke und Gift, alles klar. Hier haben wir schon wieder eine in Reserve. Oh, nice. Nice. Und hier haben wir dieses geile
Stück. Danach nehmen wir. Wir haben noch eins. Ach nee, das war das. Oh, shit. Okay, das kommt hier hin. Die Axt kommt dann gleich hier hin, wenn das kaputt ist. Okay, wir machen erstmal unser Katan. Mach ich gleich. Scheißegal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Haut rein.